Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute Irmgard Rosina Bauer. Hallo Irmgard, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo, ich bin Irmgard Rosina Bauer. Ich bin in München geboren, wohne immer noch hier. Und von München aus hat man fantastische Reisemöglichkeiten und die nutze ich in den letzten Jahren weidlich aus. Und meine vier Kinder sind erwachsen und deswegen habe ich jetzt auch die Zeit zum Reisen und zum Bücherschreiben. Ich habe mit 60 erst mein erstes Buch geschrieben. Mittlerweile aber sind es schon 7, mal dünnere, mal dickere Bücher. Und mein Genre nenne ich so autofiktionale Lebensreisegeschichten, weil es immer eigentlich aus meinem Leben gegriffen ist oder aus Beobachtungen aus meinem Leben, was ich so schreibe und woraus ich meine Bücher stricke. Autofiktionale Lebensreisegeschichten. Das hört sich nach ganz viel Verreisen bei dir an und ich bin natürlich gespannt. Vielleicht hast du heute auch ein Buch mitgebracht, wo es ums Reisen geht. Wie heißt denn dein Buch? So ist es. Ein Buch, das vom Reisen handelt. Es heißt Und sonst nichts. Kurzer Titel. Es ist ein Reiseroman nach Südfrankreich und nach innen. Schon der Titel Und sonst nichts lässt ja erahnen, worum es vielleicht auch innen ein bisschen geht in dem Buch. Es geht ganz, ganz viel um Reduktion, um das Erleben von wenig dabei haben, wenig machen, nicht ständig hinterherlaufen, dass man noch etwas in seinen Tag hineinpackt. Oder zumindest um diese Erfahrung damit und nicht mehr für die vier Kinder sorgen müssen, was natürlich ein großer Brocken in meinem Leben war. Nicht mehr um mein Geschäft sorgen müssen. Ich war Unternehmerin, nicht mehr mich um meinen Mann damals sorgen müssen. Der war auch gar nicht so leicht zu nehmen. Freiheit steckt da ganz viel drin und sonst nichts außer Freiheit. Ja, unabhängig reisen, allein reisen und sich nur um sich selbst kümmern dürfen, seine eigenen Bedürfnisse wieder aufspüren. Und das bedeutete aber oft nicht wissen, was ich eigentlich will. Viel falsch machen auch. Und das Besondere ist, wenn man nun mal alleine unterwegs ist, und das sagt vielleicht auch der Titel aus und sonst nichts, man kann auf so einer Reise, wenn man nur alleine mit sich unterwegs ist, auch niemandem die Schuld geben. Man ist immer selber dran, muss sich es immer selbst an der Nase packen. Das heißt auch immer viel Mut aufbringen für Entscheidungen, die man vielleicht im Leben noch nie hat treffen müssen. Das hört sich richtig interessant an. Magst du gleich mal anfangen zu lesen? Ja, im Klappentext steht Folgendes. Rosi ist 52 und hat es satt, immer nur der Bestreitung des Lebensunterhalts hinterherzulaufen. Ein recht glamouröses Leben hat sie nicht glücklich gemacht. Es bedeutete unendlich viel ungeliebte Arbeit, die auch noch ihre Ehe scheitern ließ. Nun sind auch ihre vier Kinder groß und sie will sich endlich mit sich und ihren verschütteten Bedürfnissen beschäftigen. Was kann ich überhaupt? Wo will ich überhaupt hin? Und kann ich mir eine Veränderung überhaupt leisten? Mit vielen Fragen und viel Angst vor all ihren Wünschen begibt sie sich einen Sommer lang mit ihrem selbst ausgebauten kleinen Auto auf eine Art Pilgerreise. Mit nur 10 Euro am Tag will sie auskommen, also auf abgelegenen Plätzen kampieren, auch dann, als sie merkt, dass sie bei geschlossener Autotür unüberwindliche Platzangst bekommt. Und sonst nichts ist eine Liebeserklärung an Südfrankreich und ist eine Erzählung über Mut, Selbstreflexion und Reduktion. Das hört sich doch sehr spannend an. Das macht Lust aufs Reisen. Deswegen magst du gleich mal anfangen zu lesen? Ja, gerne. Ja, ich lese euch den Anfang aus Und sonst nichts vor, wie es losging. Und wie auch gleich meine ersten Ängste auftauchten. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Platzsuche. Ich und Merkur sind vor 4 Stunden in München gestartet. Merkur ist mein fahrender Reisebegleiter, den ich nach Merkur, dem griechischen Gott der Reisenden, benannt habe und dem ich aussprachemäßig einen französischen Anstrich verpasst habe. Mit Mercure also nehme ich die erste Ausfahrt von Mulhouse und lande voll im Lande Peugeot.
Eine Usine an der anderen, eine Garage löst die nächste ab, LKW-Parkplätze en masse, kein Mensch mehr unterwegs um diese Uhrzeit, also mal lieber weiterfahren. Bisschen aus der Stadt hinaus vielleicht, aber wie geht's bloß aus der Stadt raus? Die Sonne ist weg, Himmelsrichtungen kann ich nicht erkennen. Hoppla, mein Gefühl wollte ich auf dieser Reise sprechen lassen. Was sagt mir nun mein Gefühl? Nichts, es hat keine Ahnung. Eine Stunde lang, inzwischen ist es 1 Uhr. Meine Konzentration ist nach der langen Fahrt am Ende. Meine Augendeckel wollen schon längst nicht mehr. Ich teste in Gedanken verschiedene Plätze, ob da mein lieber Merkur stehen bleiben will und parken. Er möchte nicht. An vielen Plätzen möchte er nicht. Nicht im Industrieviertel. Wer weiß, wie viele Lkw-Fahrer da aus ihrem Lkw zu mir ins Auto steigen könnten. Nicht im Stadtzentrum an einer unbeleuchteten Straße. Wer weiß, welche Jugendlichen da randalieren. Nicht in der Villengegend. Wer weiß, wie sehr ihre Besitzer mich am Morgen schief anschauen werden. Bis wir beide irgendwie dann doch den Stadtrand gefunden haben. Schüchtern umrunden wir mehrfach ein großflächig angelegtes Hotel. Ob wir uns dort auf den Parkplatz stellen? Werden wir vom Nachtwärter vertrieben, weil wir kein Hotelgast sind? Meine Müdigkeit erleichtert mir die Entscheidung und wir postieren uns etwas abseits am Rand des Parkplatzes, an den eine weitläufige Wiese angrenzt. Verstohlen schleiche ich mich von der Fahrertür an der Rasenseite zur Heckklappe und nehme die mein Chaos wunderbar verhüllende gelb-blau gestreifte IKEA-Tagesdecke ab. Nein, Schlafanzug ist nicht nötig. Halt, noch ein kleiner Klogang in die Wiese. Rücklings steige ich auf das Trittbrett. Wenn ich mich ducke, kann ich den Kopf nach hinten nehmen und meinen Körper ihm nachziehen, bis ich liege. Ganz schön eng hier oben. Beim ersten Mal, als ich vor einiger Zeit schon einmal mein Brettbett ausgetestet habe, war die Liegefläche leer gewesen, sodass ich mich darauf seitlich in der Waagerechten drehen konnte. Doch jetzt? Die blaue Kühltasche teilt sich mit mir das Bett, die schwere Bücherkiste, einige Kleidungsstücke, der Waschbeutel, das alles habe ich hier oben abgelegt, weil da so viel Platz war. Wohingegen alle Kisten unterhalb meines Brettbettes überquellen vor Dingen, die ich in den nächsten Wochen vielleicht brauchen könnte. Nein, es geht so nicht. Unter starken Verrenkungen bekomme ich den Hecktürengriff in die Hand, drücke ihn nach unten, ziehe mich hinaus, komme auf der Wiese in den Stand, räume die Bettplatte frei. Die Kühltasche bringe ich immer leise, dass mich keiner hört, nach vorne auf den Beifahrersitz. Die Bücherkiste stelle ich auf den Beifahrerboden, Klamotten und Waschbeutel obendrauf. Ich gehe nach hinten, krieche rücklings wieder nach oben und komme zum Liegen. Drücke den Türverriegelungsknopf. Nein, auch nicht gut. Jeder kann mir am Morgen ins Gesicht schauen, da ich ja direkt auf Fensterhöhe schlafe. Habe ich plötzlich ein Problem? Ich krabbele hinaus und krame in Merkurs Innerem nach den bunten Vorhangstoffen, die ich auf die Schnelle von daheim mitgenommen hatte, mit unklarem Plan. Irgendwo würde ich sie dann schon befestigen können. Dabei bin ich so müde. Da sie das Klebeband nicht gehalten hat und sie immer wieder heruntergefallen sind, klemme ich sie in den Autotüren und Fenstern ein. Dass das nur vom Hotel keiner hört. Immer fein sachte die Türen zugedrückt. Gar nicht so leicht, die Hecktüren von innen zu schließen. Schon gar nicht so leise, weil sich der Griff dafür, an dem ich ziehen kann, ausgerechnet in Schlafbretthöhe befindet. Ich muss noch rechtzeitig vor dem Klack meine Hand wegziehen, um sie nicht einzuquetschen. Da liege ich wieder. Neben mir das Lachgasspray und das Pfefferspray gegen Tiere. Aber das kannst du doch nicht im Auto verwenden, wenn dich jemand belästigt. Das trifft dich doch selber, schießt es mir durch den Kopf. Ich brauche wenigstens ein Messer. Noch einmal drehe ich mich in der Waagrechten um, mit dem Kopf zur Kofferraumtür zu liegen zu kommen, fiesele am Griff der Hecktüre, um sie zu öffnen, kaum, dass ich sie aufkriege und suche mit der Taschenlampe aus einer Kiste mein Wildnismesser hervor, auf das ich so stolz bin. Spitz, kurz und hart, der Griff aus feinstem Olivenholz. Bevor ich es neben meinem Kopfkissen ablege, halte ich kurz inne, öffne den Druckknopf der ledernen Scheide. In welchem Fall würde ich es wohl anwenden? Vielleicht jemanden damit auf die Hand pieken? Wann wäre die Gefahr bedrohlich genug, um zuzustechen? Oder würde ich in Panik geraten und zu früh loslegen? Endlich spüre ich meine Anspannung abklingen. Die Stille ringsherum umfängt mich. Und plötzlich, uff, ist sie da, die Panik. Panik. Nein, nicht doch wieder.
Panik, wie damals. Hilfe, Luft. Diese Enge, genau wie damals. Ich bin imstande, alles kaputt zu drücken. Ich brauche Platz. Impulsiv möchte ich nach oben aufschnellen, den Oberkörper aufrichten. Doch das Autodach. Aufstehen und dann gleich aussteigen geht nicht. Hilfe! Plötzlich schnürt sich mir die Kehle zu. Ich kriege keine Luft mehr. Ich weiß ganz genau, gleich ersticke ich. Ich kriege keine Luft. Ich ersticke. Luft. Durch den Mund geht keine Luft mehr durch. Zu trocken ist er. Schreien möchte ich, doch kommt es nicht. Die Autodecke wölbt sich unter meinem Arm drücken. Ich muss hier raus. Luft. Ich sterbe, wenn ich hier nicht rauskomme. Mein Herz schlägt laut. Bleib ruhig. Du musst dich zusammenreißen. Das hier geht nur mit klarem Verstand. Du hast dir Platz gemacht, kannst dich seitlich wegdrehen. Mit aufeinandergepressten Lippen unter kurzen Atemstößen gelingt es mir, mich auf den Bauch zu drehen, ohne an dem bedrohlich nahen Autodach anzustoßen, den Oberkörper über die breite Bettbrettmatratze in der Waagerechten zu drehen, sodass der übrige Körper nachziehen kann, die Beine nun in Fahrtrichtung. Kopf und Hände zum Türgriff. Der Griff! Wo ist der verdammte Griff? Gleich zerreiße ich alles. Ich ersticke, ich zerspringe, ich muss ersticken. Ich zersprenge die Autotür. Bleib ruhig, das hier geht nur mit Vernunft, sonst erstickst du. Du musst Vernunft haben, hast es bis hierher geschafft. Bleib ruhig, da ist doch der Griff. Ich ersticke, rauf oder runter drücken. Ich ersticke, ich muss jetzt sofort den Griff rausreißen, sonst komme ich hier nie raus. Hilfe! Du schaffst es, hast es doch damals auch geschafft. Gleich schaffst du's. Nach unten drücken, noch fester. Du schaffst das, gleich hast du's. Noch fester. Klack, klack. Rechts, genau so. Mit einem kräftigen Stoß die eine Hälfte der Hecktüre, noch ein Stoß für die zweite. Ich kann atmen. Auf dem Bauch. Hebe den Kopf. Die ganze freie Wiese vor meinen Augen. Frei. Es duftet nach frischem Gras. Mein Herz höre ich bummern. Dass das noch einmal kommen konnte, nach 8 Jahren. Wo ich schon mal so eine Platzangstattacke hatte. Und jetzt wieder. Ich muss heute Nacht die Türen hinten offen lassen, schießt es mir aus dieser Gehirnregion durch den Kopf. Das Kinn liegt auf der Platte. Mein Herz pocht noch in die Luftmatratze und entkrampft sich langsam, während meine Augen angestrengt das Hotel prüfen. Erst der Blick auf die weite Wiese vor mir lässt mich ruhig werden. Die Türe offen lassen? Bei offener Tür schlafen? Hier? Hotelparkplatz? Nachts, wenn ich schlafe? Morgen früh um 5 die ersten Gäste an meiner Hecktür vorbei? Nein, nein, das mache ich nicht. Was kann da passieren? Meine Arme zittern, als ich den Oberkörper etwas nach draußen ziehe, die Beine aus der Waagerechten nachhole, kann sie erst auf dem Trittbrett und dann auf der Wiese abstellen. Erstmal tief Luft holen, sehr tief. Wie frisch das Gras. Nochmal tief die Arme strecken. Noch mehr Sauerstoff. Seufzen, aber still. Leise. Atmen. Endlich wieder richtig atmen. Unter mir Wiese, über mir Himmel. Hoher, weiter Sternenhimmel. Ganz benommen lehne ich mich an Merkurs Karosserie an. Und das jetzt jeden Tag? Bei offener Tür schlafen? 5 Wochen lang? Überall? Was mache ich jetzt? Ins Hotel gehen? Bei dem Gedanken fühle ich Enttäuschung. Auf keinen Fall Hotel, das war nicht der Plan. Umkehren? Was sonst? Wieder heimfahren? Kommt nicht in Frage. Bin sowieso zu müde jetzt. Es muss eine Lösung geben. Mein Herz schlägt wieder ruhig. Ich gehe zur Hecktür und betrachte die Griffmechanik. Sie liegt exakt in Höhe des Brettes, kein Spalt dazwischen. Eingehend beobachte ich die sanft ausgeleuchtete Fläche vor dem Hotel. Alles ist still und überschaubar. Was soll schon passieren? Eine gefühlte halbe Stunde bin ich so dagestanden, bis ich mich wie gehabt rücklings mit dem Kopf voran auf mein Brettbett ziehe. Dann drehe ich in der Waagerechten den Oberkörper zur Hecktüre hin, ziehe den eigentlich als zweites zu schließenden Teil der halbierten Hecktür zu und lehne die kürzere offene Hälfte über die geschlossene breitere. Drehe mich wieder zurück, lege den Kopf hinter dem Beifahrersitz ab, wohin ich mein Kissen schon geschoben hatte. Mit einem kräftigen Fußtritt kann ich aus dem Liegen die Tür aufschubsen. Und das gibt mir das Gefühl von Raum.
Ja, vor mir breitet sich eine weite nächtliche Wiese aus, die nur mir gehört, während die Hotelgäste in engen Zimmern schlafen müssen. Ich bin so frei und erleichtert. Mit einem Lächeln auf den Lippen über meinen Wiesenliegeplatz kann ich endlich einschlafen. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Cut machen und springe ein paar Seiten weiter, denn ein wesentlicher Teil von meinem Roman Und sonst nichts besteht aus Rückblenden in ein recht begütertes, aber arbeitsreiches Leben, aus dem ich ausgebrochen bin. Durch den zunächst als Schrecknis empfundenen, verkürzten Auftrag für mich als Selbstständige habe ich überraschend 2 Monate Zeit. In den letzten Jahren hatte ich mein Wunschreiseland immer nur punktuell erlebt. Hin und wieder ein paar Tage Straßburg oder ein Wochenende in Paris. Die wunderbare Reise mit Peter im Jahr zuvor in die Bretagne war großartig, aber dauerte nur 14 Tage. Ebenso im Jahr davor der Urlaub im geschichtsträchtigen Burgund. Immer wunderbar, immer zu kurz. Schon in meinem früheren Leben, damals mit Karl Hubert, meinem ersten Mann und dem Vater meiner 4 Kinder, hätte ich gern mehr von meinem Frankreich erlebt. Eigentlich, ja, eigentlich sollte ich Frankreich kennen wie meine Westentasche, oh ja. Ich kannte einiges davon, nämlich als Käse und als Wein. Da gab es den runden, sehr würzigen Livarot mit den orange-roten Banderolen um seine Rotschmiere in der Spanschachtel, genau wie der aromatische quadratische Pont l'Évêque, der mini-zylindrische Crottin de Chavignol, ein derber Ziegenkäse aus dem Loiretal, wo auch der berühmte Weißwein Sancerre mit dem wundervollen Wacholder-Aroma herkommt. Aus der Milch von Schafen aus der Auvergne wird der Roquefort hergestellt, der dann in den Höhlen von Roquefort von den darin lebenden Edelpilzkulturen infiziert wird und seinen famosen Geschmack erhält. Der Münster kommt aus dem Elsass, der Reblochon aus Savoyen, der Ami du Chambertin aus dem Burgund. Auch er ein traditionelles Käsewunder. Auf den richtigen Punkt gereift, bringt er auf der Zunge mit dem prominenten roten Burgunder Chambertin, als seinem Namensgeber zusammengebracht, die Geschmacksnerven der Kenner zum Schwärmen. Viele dieser französischen Landschaften habe ich früher mit Karl Hubert bereist, in der Gascogne prämierte Gänsestopfleber gegessen oder den unvergleichlichen Duft der schwarzen Trüffeln aus dem Périgord aus fleischigem Landhuhn genossen. Und nun? 2 Monate am Stück frei, im Sommer, für mich und für meine Bedürfnisse und für das Frankreich nach meinem Geschmack. Ich werde in seinen Süden fahren, wie es mir beliebt, und ich muss dort nicht nur essen und trinken. Vor meinem inneren Auge hat sich längst eine wilde Natur aufgebaut, durch die ich streifen werde, deren Berge ich suchen werde, deren bizarre Formationen ich bestaunen werde, die ich lieben werde, weil sie meiner inneren Natur ähneln, die ich nicht länger hinter einer planmäßigen Fassade verbergen will. Es ist nun etwa 2 Jahrzehnte her, dass Karl Hubert und ich mit unseren damals noch kleinen Kindern oft in Südfrankreich gewesen sind, woher er für unseren damaligen Weingroßhandel die damals in Mode gekommenen französischen Landweine importiert hat. Auf den Autofahrten war ich damit beschäftigt, unsere zunehmende Zahl an Kindern mit Liedchen, Teekesselchen, Spielen und Pumuckl-Kassetten bei Laune zu halten. Sie mit solchen Keksen, die in dem schönen neuen 300er Mercedes SE nicht bröselten, zu versorgen, ebenso wie mit Trinken, aber mit nur so viel, dass sie nicht ständig Pipi machen mussten. Karl Hubert steuerte das Auto, kümmerte sich um die Route, die dann direkt dorthin führte, wo er seine Geschäftstermine wahrnehmen konnte. Da Karl Hubert für den Weinhandel ganze Sattelschlepper voller Weinpaletten einkaufte, wurden wir von den Winzern bei den Weinproben fürstlich mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Er klagte über die hohe Verantwortung, die er damit hatte, den richtigen Wein auszusuchen, der sich dann auch noch gut verkaufen würde, und darüber, dass ich mich nicht voll auf das Hin- und Her-Übersetzen konzentrierte, weil ich mich um die Zufriedenheit unserer 2, bald darauf 3 und dann 4 Kinder kümmern wollte. Mein damaliges Frankreich entsprach nicht meinem Frankreich-Traum. Der hatte nie aus so viel Essen und Trinken bestanden. Bei aller Gaumenfreude, die ich durchaus schätzen konnte, war mir das stundenlange Sitzen beim Mahl, zumal mit unruhigen Kindern, immer ein Gräuel gewesen. Und hier stehe ich und kann nicht anders. Essen fasziniert mich nicht mehr. Ich will in die südfranzösische Wildnis. Das war der erste Leseteil. Das war ja sehr spannend mit der ganzen Familie nach Frankreich. Das war bestimmt nicht langweilig. Aber lass uns mal über die
Orte sprechen, die du in deinem Buch ansprichst. Vielleicht magst du darüber so ein bisschen erzählen. Ja, super gerne. Also meine Reise begann in München. Erste Station Mulhouse, wie ihr gerade gehört habt. Und mein Ziel war nicht ganz fest. Mein Ziel war wirklich, mich auszuprobieren. Einfach loszufahren. Einfach mal, ohne dass mir irgendjemand reinredet, irgendwas machen dürfen, auch mal spontan abschweifen von einer geplanten Route. Und genau das wollte ich machen. Aber das erste Ziel waren die französischen Cevennen, denn von denen hatte ich wirklich tolle Sachen gehört, dass sie so zerklüftet sind, so wild, wie ich es mir wünschte in Südfrankreich. Ich stellte mir wirklich die Wildnis Südfrankreichs vor als Ziel. Und wo finde ich aber jetzt die Wildnis? So. Die Cevennen sind ein Mittelgebirge in Südfrankreich, das etwa 50 Kilometer südlich von Lyon beginnt und es erstreckt sich bis nach Nîmes. Ein sehr zackiges Kalksteingebirge mit ganz wirklich, wirklich, wirklich verrückten Felsformationen. Und die, genau die wollte ich sehen, da wollte ich hin. Das hat mich wahnsinnig angezogen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt als Reisende, das entspricht meiner inneren Felslandschaft. Zwischen vielen Felsen gibt es dort auch viele Hochebenen, die sogenannten Kos. Und wenige Menschen wohnen hier in den Cevennen. Kaum ein Auto begegnet einem auf der Straße und ja, kaum habe ich wieder ein wenig Sicherheit gewonnen nach einigen überstandenen Abenteuern, packt mich schon wieder Übermut und Neugier. Ich lese weiter. Voller Entdeckerfreude fahre ich zwischen den verlassenen Häusern in La Fajolle die einspurige Straße weiter. Sie ist geteert, auch wenn unter den rechten und den linken Autorädern jede Menge Gras sprießt. Die Halme stehen sehr hoch und ich kombiniere, hier fährt nicht jeden Tag jemand. Als ich die kleine Kuppe des Hügels erreiche, sehe ich eine Handvoll weiterer alter, grauer Steinhäuser aneinanderhängen, die keinerlei Leben beherbergen. Über den verwitterten, aschfahlen Bausteinen gibt es an den Hauswänden noch Flächen, die eindeutig einmal verputzt waren. Manche Hausöffnungen sind mit Wellblech zugenagelt. Vielleicht will ja doch noch jemand seinen Besitz erhalten, um irgendwann wieder zurückzukommen. Bedächtig fahre ich an ein Ex-Haus heran, bin erstaunt, Stromleitungen über mir zu bemerken. Vielleicht wohnt ja doch noch jemand drin. Von meiner Seite her ist kein Eingang zu sehen. Möglicherweise ist er hinter dem Haus. Neugierig steige ich aus, nicht ohne ein kleines Gruseln. Vielleicht wohnt ein Clochard hier drinnen mit 120 Katzen und 7 Hunden. Nein, die hätten mich längst geortet. Vielleicht stürmt gleich ein Verrückter mit der Mistgabel auf mich zu. Vielleicht erwartet mich die verweste Leiche einer alten Frau, die sich nicht mit den Flüchtlingen von ihrem Haus trennen wollte. Das erste Gebäude könnte eine Garage gewesen sein. Das flache Dach und die quadratische Öffnung würden in meinem Kultur- und Wetterkreis auf diese Verwendung hinweisen. Sie scheint leer zu sein. Vorsichtig spähe ich auch in verborgene Winkel. Nichts drin. Nur eine schattenliebende, hochgewachsene Grasart zwischen Steinresten. Ein paar Schritte weiter steht das größere, schiefergedeckte Wohnhaus aus grauen Steinen. Es weist ebenfalls eine sehr ausladende Öffnung auf. Ich bleibe stehen und horche. Nichts als der pfeifende Wind. Dazu meine Schritte durch das raschelnde Gras, das an meinen Knien kitzelt. Eine schmutzige Holzstaffelei klafft mir entgegen. Eine alte graue Europalette lümmelt mit einer Ecke an der bröckeligen Wand. Dick verstaubte Ackergeräte recken mir ihre rostigen Stacheln entgegen. Der modrige Geruch eines alten Holzbottichs, in dem noch ein Rest Wasser steht. Und kein Leichengeruch. Die Öffnung war wohl einmal die Tür. In Höhe des Dachgiebels äugt ein einziges Fenster heraus. Um auf die hintere Seite des Hauses zu gelangen, ich bin ja neugierig, muss ich auf dem engen Durchgang zwischen dem Haus auf der linken Seite und einem dunklen schwarzen Holzschuppen rechts durchgehen. Da die drei Gebäude jeweils ein Stück zur linken Seite versetzt liegen, entschwindet Mercure meiner Sicht. Mein letzter Anker. Mir ist zunehmend unbehaglich. Noch geblendet von der bisherigen Sonne, trete ich nun unvermittelt in den dunklen Schatten des Hauses ein, als plötzlich hinter dem Schuppen zwei dicke schwarze Krähen auffliegen. Nun ist's aber genug. Erschreckt von so viel Leben,
drehe ich mich auf der Stelle um und suche schnellen Schrittes Merkur auf. Ja, da steht er noch, unverrückt an derselben Stelle und wartet auf mich, brav und treu, um mich hinter seinen sicheren Türen aufzunehmen. Nein, niemand ist mir gefolgt. Das Haus liegt so unbewohnt da wie vorher. Nur meine Fantasie hat ihm inzwischen etwas Respekteinflößendes übergestülpt. Es herrscht absolute Ruhe, so kommt es mir vor. Das lebhafte Vogelzwitschern und das lärmende Pfeifen des Windes empfinde ich ebenfalls als Stille. Vor mir liegt ein Acker, das Gewächs darauf habe ich nie gesehen. Es ist grasgrün, bringt aber runde Blätter hervor und steht etwa kniehoch. Ist eher kein Getreide, also Weide vielleicht? Aber für welche Tiere? Ich sehe keine Kühe, keine Schafe, nichts. Vor mir sehe ich nur unbewohnte Hügel, weite, sanfte Hügel, durchsetzt mit groben, schrundigen, grau-weißen Felskuppen, mit einzeln stehenden, hohen, borkigen Nadelbäumen. Ein Stück hinter meinem Landstreicherhaus ragt ein sehr auffälliger, schroffer Felsen auf, der mir Lust macht, hinaufzusteigen. Warum nicht? Schon prüfe ich ihn, an welcher Stelle ich wohl am besten hochkomme. Ich habe schon den halben Weg zu ihm hin zurückgelegt. Da zucke ich bestürzt zusammen. Hunderte von schwarzen Krähen fliegen von dem Felsrücken hoch und verdunkeln den Himmel. Sie kommen wie eine niedrige schwarze Wolke auf mich zu. Abwehrend hebe ich die Hände und ducke mich. Sie kreisen über mir, kreischen ein fürchterliches Geschrei, das mich ehrlich einschüchtert, als ob ihre Botschaft auch die letzte Krähe im Cosmejean hören müsste. Sehr gefährliches Wesen gesichtet. Das hier ist ihr Felsen. Hier wohnen nur sie. Und sie fühlen sich bedroht von mir und Merkur. Und ich fühle mich bedroht von ihnen, den Krähen, zusammen mit der totalen Einsamkeit. Kein Mensch würde mich hören, wenn ich laut schreie. Wieder wende ich mich schutzsuchend an Merkur, stecke Tränengras und Pfefferspray in mein Rucksäckchen und mal lieber auch noch Peters spitzen Geologenhammer, der immer im Auto liegt. Man weiß ja nicht. Ein fremdes Land, ob mitten in Europa oder nicht. Sicherheitshalber prüfe ich, ob mein Handy eingeschaltet ist, wie gut ist überhaupt die Funkverbindung und suche mal eben noch schnell in meinem kleinen Führer die Polizeinotrufnummer in Frankreich. Sie lautet 17. Bestimmt ganze 10 Minuten verbringe ich unter Mercurs Fittichen, um mich auf meinen kleinen Ausflug vorzubereiten. Bin ich wirklich für alle Fälle gerüstet? Welche Fälle könnten eintreten? Und was ist dann, wenn? Und dann nehme ich mal lieber auch noch mein Wildnismesserchen mit. Und mein Feuerzeug. Da bin ich brutal, rede ich mir leise ein. Bilder von Pan und Satyr überfallen mich. Und was ist ein Waldschrat? Einer, dem du nicht allein im Wald begegnen möchtest. Diese Felslandschaft mutet an wie eine riesige, verwitterte alte Burganlage, aber bei näherem Hinsehen sind es wieder und wieder nur Felsen. Oder vielleicht doch Überreste von irgendwas? Doch eine Ruine? Nein, das sind wirklich nur Felsen. Ist das dort ein Felsweg? Von wegen Felsweg, verwöhntes Mädel. Wie hätten Sie es denn gern, Madame, als befestigten Wanderweg vielleicht oder mit Geländer bis zum Gipfel? Als ich endlich davor stehe, bemerke ich, hier werden überhaupt keine Menschen durchgelassen. Auch hier sehe ich mich mit einem Stacheldraht konfrontiert. Man soll da wohl nicht drauf. In einem der fernen Dörfer muss es einen Stacheldrahtliebhaber geben. Freilich sieht der Fels auch so aus, als ob gleich etwas herunterbrechen könnte. Aber ich würde doch aufpassen, sage ich mir. Warum gleich Stacheldraht? Dass nicht so viele Leute hier herumtrampeln können? Ich sehe keine Leute. Oder doch? Ich höre schnelle Autos vorbeibrausen. Scharf beobachte ich erneut die Gegend dort hinter den Büschen. War mir etwas entgangen? Die Autobahn dort drüben? Nein, unmöglich. Es gibt weit und breit keine Straße, auch nicht hinter den Büschen und schon gar keine Schnellstraße. Es ist der Wind, der durch die freie Landschaft schießt und der hier so geräuschvoll brausend um die Felsen pfeift. Ansonsten höre ich nichts, gar nichts. Ich verharre einige Minuten reglos, halte zwischendurch auch noch den Atem an, um die Stille nicht zu stören.
Erst nach einiger Zeit, als ich mich an die Stille gewöhnt habe, identifiziere ich ein weiteres Geräusch. Fliegen. Tausende Fliegen, die herumschwirren und herumsurren. Noch mehr Fliegen als im Vivarais, auf dem Gerbier de Jonque. Immerhin aber gibt es auch hier keine Stechmücken. Überhaupt keine. Die würden dem Wind sicher nicht trotzen können. Der alte Mann ist immer mit dabei. Ich bin wieder zurück bei Mercure. Es hat mich keine Schlange gebissen und Peters Hammer kam auch nicht zum Einsatz. Ich fühle mich sicher. Jetzt kenne ich mich hier aus. Mir wird bewusst, dass ich keine Angst mehr habe und ich bemerke, wie ich leise vor mich hin flüstere. Sehr schön. Ob ich hier mal eine Nacht bleibe? Etwa 100 Meter weiter, weg vom Felsen und weg vom Gehöft, wächst eindeutig Hafer. Es ist nun 2 Uhr Nachmittag und das Höhenmessgerät meldet 24 Grad und 974 Höhenmeter. Dies wäre doch das richtige Örtchen, um meinen Tisch auszupacken. Ich klopfe mir in Gedanken zufrieden auf die Schulter. So wie ich jetzt vorgegangen bin, mache ich das richtig mit meiner Angst, sage ich mir. Ich gehe vorsichtig mit der Gefahr um und lasse mich trotzdem nicht abhalten. Natürlich spielt auch meine Fantasie eine Rolle. Ich fürchte, dass in diesem halb verlassenen Gehöft ein Verrückter wohnt, der mich gleich anspringt, wenn ich näher komme. Ist diese Angst berechtigt? Andererseits, muss ich sie wirklich hinterfragen? Sie ist da. Ich sitze immer noch an derselben Stelle im Auto, gebe mich meinen selbstzufriedenen Gedanken hin und verspeise dabei 2 Aprikosen. Als sich mit hurtiger Geschwindigkeit ein Agrarmobil nähert, schon ist es da, hinten drauf 3 Fässer mit Giftwarnsymbolen geladen. In dem offenen Führerhäuschen sitzt ein Typ. Puh, das ist er, ein Typ genau von der Couleur, vor der ich mich fürchte. Mit frecher Visage schaut er mich an. Sein Blick ist nicht ganz klar, aber unflätig. Seine Haare umschlingen wirr sein Gesicht. Niedertrampeltes Temperament fährt seinen Karren. Schon dichte ich ihm das Horn mitten auf der Stirn an, mit dem der riesenhafte liegende Saattür in der Eingangshalle der Münchner Glyptothek ausgestattet ist. Wow, dem möchte ich nicht allein begegnet sein, da oben auf der Bergwiese. Wow, hier bleibe ich nicht, nur weg hier. Ja, ich hatte vorhin wohl recht beobachtet, der Weg war in den letzten Tagen befahren worden. Ich drehe den Schlüssel um, möchte so schnell wie möglich den einspurigen Weg zurückfahren und halte kaum aus, dass der Rückwärtsgang und der holprige Weg ein unverzügliches Wegkommen unmöglich machen. Hier höre ich auf. Ah, du machst es spannend, aber gar kein Problem. So soll es ja sein. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Also von der Idee bis zum fertigen Buch. Wie bist du auf die Idee gekommen zu deinem Reiseroman und ja, wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet? Also, wie ihr gemerkt habt, dieses Buch ist jetzt sehr stark autobiografisch und diese Soloreise hat mich sehr stark geprägt und beeinflusst. Also, die Reise machte ich 2008, da war ich 52, jetzt bin ich über 60. Das Buch erschien 2020. Also hat es 12 Jahre in mir gearbeitet, bis ich aussortieren konnte, was rein soll und was nicht. Und als es fertig war, als ich mich zum ersten Mal mit so einem großen Buch und Text zur Veröffentlichung vorbereitet hatte, Lektorat fertig, Korrektorat fertig, Layout fertig, Cover sowieso schon lange fertig, der Drucker hatte den Termin zugesagt, der Veröffentlichungstermin war in allen Medien kommuniziert und eingesteuert worden, nämlich der 2. April 2020, da kam Corona. 15. März, Lockdown. Nix mit 2. April. Druckfertig. Auf meinem Tisch liegen haben. Und nichts mehr funktionierte wie geplant. Keine Büros waren mehr besetzt. Erstmal, ihr erinnert euch, die Druckerei arbeitete nicht mehr. Ja, und schlimm für mich war, dass ich die bereits anberaumten Lesetermine nicht wahrnehmen konnte. Ich hatte schon Lesetermine vorbestellt und ausgemacht. Und die wären ein wichtiger Teil meines Marketingkonzepts gewesen. Ging alles nicht. Also, ich habe lang am Buch gearbeitet und dann lang am Marketing gearbeitet. Lang, sehr lang für mich, bei der eigentlich immer alles sehr schnell gehen muss. Das werdet ihr ja dann auch beim Lesen merken, falls ihr das Buch lesen möchtet. Ja, und die Idee, ich wusste, dass ich mit dieser Soloreise großartige Erlebnisse und Erkenntnisse teilen konnte, das war mir klar. Und die sollten in ein Buch rein.
okay, mein persönliches Thema war, dass durch die 20 bis 25 jahrelange Erziehungszeit und Geschäftsführung in einem komplett anderen Bereich, in anderer Branche, ja, da war mein Abi-Wissen aus dem Deutschunterricht ganz schön verloren gegangen. Ich hatte jahrzehntelang kaum Zeit gehabt zum Lesen. Und es war dann für mich sehr mühsam, mir die Bücherlandschaft zu erschließen und wie die tickt. Ja, ich ging sehr blauäugig vor und ran an dieses Buch, obwohl es schon mein zweites war, aber so ein dickes hatte ich vorher noch nicht veröffentlicht und ich glaubte wohl noch an den Weihnachtsmann, der die Bücher bringt. Ja, das war natürlich, blöd, ne? Aber richtig blöd, ja. Wir haben es jetzt überstanden, du hast weitere Bücher veröffentlicht und jetzt läuft es ja auch bei dir. Das ist natürlich schön. Wo schreibst du eigentlich? Also hast du ein Schreibzimmer oder setzt du dich in einen Café oder eine Bibliothek? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Also stellst du dir eine Uhr von dann bis dann, schreibst du und hast du Rituale? Ja, viele Fragen. ich wohne ja in München, in der Großstadt also. Das heißt, unsere Wohnung ist jetzt nicht übermäßig groß, ne? Und ich habe mir in dem gemeinsamen Büro mit meinem Mann, wo er auch seine Sachen liegen hat, eine kleine Schreibstube eingerichtet. Und die ist wirklich, wirklich nicht größer als 3x3 Meter. Habe ich ein bisschen abgetrennt mit Vorhängen. Da habe ich meinen Sessel drin, auf dem ich sitze, wenn ich schreibe. Da ist ein kleiner Schreibtisch, minimal. Da ist ein Regal, wo ich meine Materialien sammle. Und ich bemühe mich, dass ich wirklich auf dieser reduzierten Fläche arbeiten kann. Ja, und Reduktion habe ich ja zum Beispiel auf meiner Reise gelernt, dass man mit wenig auskommen kann. Das möchte ich wirklich auch weiterhin durchziehen. Und das finde ich auch großartig. Andererseits schreibe ich gerne auch draußen in meinem Wohnmobil zum Beispiel. Ich setze mich rein und entfliehe damit aber auch der Enge in der Wohnung und fahre dann auch mal an den Ammersee oder an den Starnberger See. Da habe ich schon einige schöne Flecken ausfindig gemacht, wo man einen guten Blick hat und wo man trotzdem stehen kann und wo man aus dem Fenster rausgucken kann und auf den See. Und da fühle ich mich immer sauwohl und da kann ich auch ungestört und sehr konzentriert arbeiten. Oft konzentrierter als zu Hause. Nun, das ist jetzt aber nicht unbedingt was ich im Winter gerne mache, wenn es saukalt ist draußen und ich mit warmen Stiefeln da drin sitzen muss. Im Winter gehe ich hier und da auch mal in eine Bibliothek. Da suche ich auch mal eben einen größeren freien Raum auf. In Cafés möchte ich nicht gerne sitzen. Da ist mir oft zu viel Unruhe. Aber gestern zum Beispiel war ich in der Pinakothek der Moderne in München. Die ist riesengroß und war sehr weitläufig und modern angelegt und hat auch diverse ungestörte Sitzplätze. Da hatte ich mein Notebook dabei und habe auch da 2 Stunden geschrieben. Das ist wunderbar. Ich liebe die Weite. Und was natürlich im Sommer, ist es wieder ganz anders, sitze ich auch einfach mal nur draußen in der Wiese im Schatten mit einem sonnengeschützten Display. Ich bin ein sportlicher Mensch und brauche ganz, ganz viel Bewegung. Das heißt, da habe ich mich halt gestern auf mein Radl gesetzt und bin zur Pinakothek hingeradelt. Habe dann also auf der einen Seite schon mal überlegen können, nachdenken können. Hatte meinen Sport und dann wieder 2 Stunden sitzen, dann wieder zurückradeln. Das war wunderbar. Zum Beispiel so läuft es bei mir. Als Schreibzeit gönne ich mir so viel Spontanität und so viel Freiheit, für die ich oft in meinem Arbeitsleben nicht die Zeit und die Möglichkeit hatte, dass ich mir das so einteile, wie ich gerade möchte. Wenn ich viel zu schreiben habe, dann schreibe ich wirklich viel am Tag, sitze mehrere Stunden mit der Sportunterbrechung, denn lange sitzen ist gar nicht so meins. Grundsätzlich von der Tageszeit her fange ich gerne am Morgen an, aber nicht vor 7. Manchmal ist es auch 8. Ich bin am Vormittag sehr konzentriert und gut drauf und da gelingt mir das sehr gut. Und dann ja Mittagessen, ein bisschen Sport machen, am Nachmittag dann nochmal 2 Stunden und das reicht mir dann aber auch. Ob ich regelmäßig schreibe, war noch, glaube ich, noch deine Frage.
Jein, je nachdem, was ich auch gerade vorhabe. Manchmal hat man ja als Autorin auch so dass die Denkzeiten, ne, wo man erstmal auch Ideen suchen muss, hey, wie gehe ich jetzt vor? Wie soll das Konzept sein? Schreibe ich in welcher Erzählperspektive schreibe ich? Nehme ich die personale Form oder schreibe ich aus der Ich-Perspektive? Manchmal ist es wirklich auch wichtig und hey, da brauche ich manchmal viel Zeit zum Nachdenken. Ja, dann sitze ich halt nicht, dann gehe ich spazieren und die Zeit nehme ich mir. Ich finde, das gehört unbedingt dazu. Und Regelmäßigkeit ist nicht so ganz mein Ding. Ich bin eher die Chaotin, die auch mal, wie gesagt, jetzt gerade keine Lust hat und dann was anderes macht. Rituale habe ich keine. Wie gesagt, ich gönne mir den Luxus, dass ich mich immer ans Schreiben setzen kann, wann ich will. Aber ich will halt nicht immer. Dadurch, dass ich viel Bewegung brauche, suche ich mir eben auch mal Landschaft, Berge, Seen und Meer und bin dann mal draußen, mache meine Spaziergänge, so wie ich es brauche. Aber dann kommen ja auch wieder die Ideen. Das heißt, wie gesagt, es gehört ja irgendwie alles zusammen. Und Rituale würden mich schon wieder binden. Die würden schon wieder sagen, hey, jetzt musst du dir eine Tasse Tee kochen, damit du dich dann mit der Tasse Tee an den Schreibtisch setzen kannst und dann 3 Stunden arbeiten. Nee, mag ich nicht. Und es funktioniert aber trotzdem. Ich hole mir das und diese Freiheit, ja. Freilich muss ich auch immer dabei aufpassen, ganz wichtig, und da glaube ich, geht es auch anderen immer so. Ich muss mich auch immer wieder so herholen, ja, und mich dann zur Ordnung rufen, mental, und frage mich dann, hey, was macht sie denn jetzt schon wieder, Frau Rosi? Wenn ich mich wieder mal beim Staubkörnchenwischen ertappe. Ritual für mich ist wie ein Mantra und es heißt für mich, sitzen bleiben, weitermachen. Das hört sich gut an. Sitzen bleiben und weitermachen. Sehr schön. Ja. Warum bist du Autorin geworden? Ja, das hört man, glaube ich, auch öfters von Autoren. Jugendwunsch. Schon alt, dieser Wunsch. Über die Zeit meiner ersten Ehe schon habe ich immer meine Gedanken, Gefühle, Probleme und auch meine Freuden aufgeschrieben, schriftlich festgehalten. Ich habe immer schon mehr geschrieben vielleicht als verbal erzählt, gesprochen. Es hat mir immer schon viel Spaß gemacht. Deswegen, also das ist ein großer Fundus für mich. Also meine alten Tagebücher, ich kann aus ihnen auf viele Begebenheiten zurückgreifen. Das ist heute sehr wertvoll für mich. Was ist natürlich negativ gewesen? Das alte Vorurteil, das viele Leute kennen und das in unserer Familie ganz, ganz stark war. Ein Autor verdient zu wenig. Hat doch keinen Verdienst, der arme Schlocker. Ne? So à la Spitzweg, der arme Poet. Sitzt in seinem Zimmer und der Regen tröpfelt rein. Ich hatte 4 Kinder, ich hatte einen anspruchsvollen Ehemann, ich hatte einen öffentlichkeitswirksamen Laden, Kleidung, großes Auto, tolle Partys, das alles war damals wichtig in meinem Leben und dann ging das einfach nicht, dagegen anzukämpfen, dass man eventuell tatsächlich als Autorin wenig verdient. Damit kam mein erster Mann gar nicht klar. Ja, dann hatte ich auch nicht die Kraft, das damals zu machen, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein Fundus entstanden, aus dem ich heute schöpfen kann. Und deswegen kann ich jetzt auch abschließend sagen, habe ich es als so etwas Besonderes empfunden, dass ich auf meiner Reise, in meinem Buch und sonst nichts, so reduziert zurechtkam. Mit wenig Geld auszukommen, gab mir ein tolles Gefühl der Unabhängigkeit. Ich habe immer Lösungen gefunden, war auf niemanden angewiesen. Das war Freiheit. Ja, hat was. Und das gehört für mich zum Autorinsein dazu, dass ich mir die Zeit einteilen kann, dass ich mir den Ort aussuchen kann, dass ich mir Freiheiten nehme. Das habe ich eigentlich auch gelernt auf dieser Reise in und sonst nichts in Südfrankreich. Das hört sich wirklich gut an. Und ja, als Autor, Autorin hat man ja eine gewisse Freiheit. Man kann ja überall schreiben. Na, das ist ja das Gute. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ich habe einen Instagram-Account, einen Facebook-Account und habe eine Website. Ich fange mal hinten an, meine Website, ich buchstabiere es nun mal, heißt www.irmgardrosina.de.
irmgradrosina in einem Wort. Mein Instagram-Account, der heißt irmgard.rosina.bauer_Autorin. Und auf Facebook findet man mich als Irmgard Rosina Bauer. Ja, so bin ich unterwegs. Ich habe auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ja, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Wenn ihr mich sucht unter Irmgard Rosina Bauer, werde ich ausgespuckt. Das hört sich gut an, ausgespuckt. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Weil natürlich wollen wir wissen, wie die Reise in dem Buch weitergeht. Das Buch und sonst nichts, aus dem ich gelesen habe, und auch alle meine anderen 6 Bücher sind als Taschenbuch und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Dieser schöne Spruch, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Also im Buchhandel, bei Amazon, bei Thalia, bei Libri, wo auch immer ihr unterwegs seid. Also es dürfte kaum einen Buchverkauf geben, wo ich nicht drin bin. Bei Lovely Books findet man mich. Also okay. Da könnt ihr auch reinschnuppern überall. Leseproben lesen, ja, und meine Bücher kaufen. Auf Kindle Unlimited natürlich auch einfach mal ausleihen, wenn ihr da Mitglied seid. Wenn ihr meine Bücher signiert haben möchtet, sehr, sehr gerne, dann schickt eine PN an mich über die oben genannten Kanäle. Meine E-Mail-Adresse steht auf der Website und ist auch sonst zu finden. Allerdings bin ich oft unterwegs auf Reisen. Das heißt, ein signiertes Buch könnte dauern. Da müsstet ihr ein bisschen Zeit mit einplanen. Genau, weil wenn du nicht verreist, gibt es ja auch kein neues Buch. Ja, eben. Genau. Du hast es verstanden. Ich habe es verstanden, ja, genau. Irmgard, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Was wünsche ich mir von meinen Lesern, ja? Ich möchte mal so anfangen. Im Allgemeinen lese ich sehr oft in Rezensionen, dass die LeserInnen aus der beschriebenen Reisegeschichte mit allen Ängsten daraus Mut ziehen für ihre eigenen Lebensentscheidungen und sogar Humor. Und was gibt es Schöneres für mich als Autorin, als zu hören, dass ich Mut spenden kann? Das finde ich wahnsinnig schön. Ja, und ich wünsche mir natürlich, dass meine LeserInnen meine Bücher gerne kaufen. Und schon auf das nächste fiebern, das übrigens eine weitere Südfrankreich-Episode aus meinem Leben beschreiben wird. Und da geht es um den Kauf eines Areals mit einer alten Ruine drauf, die aufzubauen sich mein Sohn vorgenommen hat. Ein spannendes Projekt, sage ich euch, an dem ich gerade sitze. Wird in diesem Jahr noch fertig und veröffentlicht. Der Arbeitstitel wird lauten, er lautet, It Never Rains in Südfrankreich. Was wünsche ich mir noch, dass meine LeserInnen gerne mitreisen in die Landschaften und Örtlichkeiten, wo ich sie hinführe, dass sie sich da wohlfühlen, dass sie nicht nur ein Urlaubsfeeling verspüren, sondern auch in die reisende Person eintauchen können. Denn auch andere Menschen haben Sorgen und darüber die eigenen Sorgen vergessen können und erkennen, dass es immer Lösungen gibt. Das wünsche ich mir, dass meine LeserInnen mitnehmen. Ja, sehr wichtig ist natürlich auch, dass meine LeserInnen über das Buch sprechen, auf allen ihren Kanälen, positive Rezensionen schreiben. Manchmal genügt ja auch wirklich ein kurzer Zweizeiler oder kann es sehr empfehlen oder habe das Buch verschlungen oder tolles Buch, Kaufempfehlung oder ich vergebe 5 Sterne. Naja, oder halt 4. Genau. Da bin ich ganz bei dir. Rezensionen sind sehr wichtig für Autoren. Und ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es war sehr schön, ein Reisebuch auch mal zu haben. Finde ich total spannend. Daher mach bitte weiter, verreise noch ganz viel, schreib bitte noch ganz viele Bücher und ja, ich hoffe, bis bald. Ja, ich würde mich auch freuen, Emilia, wenn das wieder zusammengeht. Und vielen Dank für die guten Wünsche. Ich glaube, die mache ich einfach. Sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.